Eigentlich bin ich schon fast fertig mit Mathe, aber bei der letzten Aufgabe bin ich mir nicht so sicher. Das Ergebnis ist irgendwie komisch. Was? Meine Matheaufgaben. Du wolltest mir doch helfen. Entschuldigung, ich war mit meinen Gedanken woanders. Bei Papa? Ich hoffe, ich muss ihn nie wiedersehen. Bestimmt nicht. Er wäre doch verrückt, nochmal hier aufzutauchen. Dein Vater ist nicht verrückt. Er ist krank. Es tut mir leid. Ich weiß ja, wie sehr dich sein letzter Besuch mitgenommen hat. Ach, das ist schon längst vergessen. Andi, wartest du einen Moment? Ja. Papa. Hallo, Kleines. Wir müssen uns treffen, dringend. Du darfst auf keinen Fall noch mehr hierher kommen, hörst du? Wir treffen uns wieder im Stadtpark. Wo denn? Mach dir darüber keine Gedanken. Geh einfach in den Park. Ich finde dich dann schon. Du hast doch das Geld. Ja, klar. Alles, was ich zusammenkratzen konnte. So wie ich in Argentinien bin, kriegst du es zurück. Das ist doch jetzt unwichtig. Pass auf dich auf, ja? Und du auf dich. Du bist doch alles, was ich habe. Bis bald. Warum darf ich Andi denn nicht sehen? Er hat extra angerufen. Auf keinen Fall. Ich vermisse Andi total. Ich will ihn doch nur kurz sehen und dann bin ich gleich wieder zurück. Denkst du, ich riskiere, dass du Alex nochmal in die Hände fällst? Er ist immer noch mein Vater und tut mir bestimmt nichts. Und du hast selbst gesagt, du glaubst, ihn nicht mehr wiederzusehen. Ich hoffe, ihn nicht mehr wiederzusehen. Ruhig bin ich erst, wenn sie ihn endlich gefasst haben. Bestimmt ist er schon längst über alle Berge. Und woher soll er wissen, dass ich gerade jetzt das Haus verlasse? Hast du den Brief am Fenster vergessen? Ich traue Alex alles zu. Auch, dass er trotz Polizeischutz hier rumschleicht. Ich gehe schon. Halt. Ich mache auf. Hallo zusammen. Na, hey. Ich wollte nicht lange stören. Ich habe nur von Andi gehört, dass Alex immer noch auf der Flucht ist. Und da wollte ich hören, wie es euch geht. Lisa geht's großartig. Nur ich bekomme langsam einen Nervenzusammenbruch. Dann kannst du Paul ja auch erzählen, dass du mir verbieten willst, meinen Freund zu sehen. Du übertreibst mal wieder. Andi kann dich gerne sehen, er kann gerne herkommen. Das geht aber nicht. Er muss zu Hause bleiben, falls er im Club gebraucht wird. Sag du doch auch mal was. Du bist doch sonst immer so erwachsen. Meistens jedenfalls. Naja, irgendwie kann ich Lisa verstehen. Danke, Bruderherz. Fällst du mir jetzt noch in den Rücken? Jetzt hör mir doch erst mal zu. Wenn Lisa unbedingt zu Andi will, dann kann ich sie doch bringen. Damit kann ich leben. Wann hört ihr beide endlich auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln? Überleg's dir. Entweder Paul bringt dich oder du bleibst hier. Danke, Bruderherz. Wie läuft es eigentlich zwischen dir und der Siebert? Du, alles bestens. Wenn Susanne nicht immer noch was dagegen hätte, wäre alles easy. So easy kann's doch nicht sein. Schließlich hat deine Freundin ihren Job als Lehrerin verloren. Ja, das war hart für Anne. Aber zum Glück hat sie inzwischen was Neues gefunden. Da willst du doch jetzt lieber bei ihr sein, oder? Lisa, wenn du in Gefahr bist, ist das erstmal wichtiger. Aber in dem Brief stand ganz genau, dass Papa wieder zurück nach Buenos Aires wollte. Der wird da sicher nicht in Düsseldorf bleiben und darauf warten, dass sie ihn fassen. Das glaube ich erst, wenn sein nächster Brief ankommt. Abgestempelt in Argentinien. Der kommt sicher in den nächsten Tagen. Lisa, dein Vater ist deinetwegen ausgebrochen. Du glaubst doch nicht, dass er sich jetzt wieder verpisst, ohne dich nochmal gesehen zu haben. Quatsch. Er hat es in der Klapse einfach nicht mehr ausgehalten. Er will so weit weg wie nur möglich. Keine Angst, ich bin bei dir. Ich habe keine Angst. Du musst hier nicht die Heldin spielen. In Wirklichkeit hast du doch auch Angst, dass Alex irgendwo hier lauern könnte. Guck mal da! Was ist denn jetzt schon wieder? Ein Hotdog-Stand. Ich sehe nichts. Doch, da hinten. Du hast doch eben erst was gegessen. Na, und ich hab halt Lust drauf. Okay, ich komm mit. Ach, weißt du, eigentlich bin ich satt. Ja, gut, dass du immer weißt, was du willst. Ich muss mal. Kein Problem. Willst du etwa auch mitkommen? Beeil dich. Papa, wo bleibst du denn? Hier. Ich hab dich schon die ganze Zeit gesucht.
Und ich beobachte euch schon die ganze Zeit. Davon habe ich gar nichts gemerkt. Das wäre ja wohl auch kaum Sinn der Sache, oder? Hast du das Geld? Mist. Das ist in der Tasche und dies bei Paul. Das war's dann wohl, oder? Ich finde schon einen Weg. Vertrau mir. Lisa, beeil dich mal! Bis gleich. Wie will der denn hier Kohle zusammenkriegen? Hier ist kein Mensch. Wahrscheinlich wurde er aus der Fußgängerzone vertrieben. Freiwillig ist er hier bestimmt nicht. Kann sein. Paul, ich kann nicht einfach so dran vorbeigehen. Der arme Mann hat bestimmt seit Tagen nichts Warmes zu essen bekommen. Ja, mehr habe ich nicht. Danke. Viel Glück. Hoffentlich versäuft das nicht gleich. Du hast doch keine Ahnung. Hallo? Ich möchte mich nochmal für die großzügige Spende bedanken. Wo bist du, Papa? Unterwegs nach Argentinien. Bist du am Flughafen? Du weißt doch, dass du niemals durch die Kontrollen kommst. Es gibt auch noch andere Wege. Übers Meer. Hauptsache, sie kriegen dich nicht. Hast du auch genug Medikamente dabei? Kleines, du kannst dich auf mich verlassen. Ich habe alles im Griff. Ich muss Schluss machen. Meld dich, so wie du in Sicherheit bist. Hey! Hallo. Was von Arno gehört? Wie bekommt ihm die Reha? Alles in Ordnung. Er beschwert sich beim Personal und es ist ein Zeichen dafür, dass ihm gut geht. Wenn nur der Albtraum mit Alex endlich ein Ende hätte. Das geht vorbei. Du musst nur ganz fest dran glauben.